Ja, ich grüße dich. Hallo. Heute möchte ich ein Thema eröffnen, um die Muslime aufzuzeigen, ist die Bibel von heute verfälscht? Die Frage, sagen, die Bibel ist verfälscht, dann müsste man da eigentlich einen Beweis haben, um diese Aussage zu bestätigen. Wenn man die Muslime fragt, habt ihr, wo, beziehungsweise wo ist das originale Schriftstück? Begründen die mit der Antwort, ja, wie Abu Najih einmal zu mir gesagt hat, der Papst hat das. Das ist ja aber keine Aussage. Wenn das ohne Beweis ist, ergibt es einfach keinen Sinn. Ich werde anhand des Korans beurteilen, ich werde die Hadithen sprechen lassen und ihr werdet feststellen, was eigentlich im Koran selber sagt. Ich fordere die Muslime dazu auf, nüchtern, objektiv zu betrachten und mir den Beweis zu geben, wo ist das originale Tora und das Injil, was im Koran vorhanden ist? Wo sind die geblieben? Darum geht es mir. Es geht nicht darum, ja, die Sura sagt so, so, Sura sagt so, 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 so. Es geht mir einfach darum, ich werde einfach die Sache zitieren, die Koran sprechen lassen und ich werde die Hadithen sprechen lassen. Wo ist das originale Schriftstück, das Injil? Ihr werdet feststellen, dass selber Mohammed aus dieser Bibel hier, was wir heute in jeder Buchhandlungen zu kaufen ist und aufzufinden ist, von da aus dieser Bibel gelesen hat. Aber ich möchte jetzt mal den Koran sprechen lassen und ich fordere hiermit nochmal auf, wo ist das originale Schriftstück? Ich zitiere zum Beispiel Koran Sura 7, Vers 151, da heißt es, denen, die dem Gesandten, dem Propheten, der des Lesen und Schreibens angekündigt ist, folgen, die sich bei sich in der Tora und im Evangelium verzeichnet finden und der ihnen gebietet, was recht ist, verbietet, was verwerflich ist, die gute Dinge für erlaubt und die schlechten für verboten erklärt und rückende Verpflichtung. Ich möchte jetzt nicht alles zitieren, hier heißt es einfach nur, folgen sich bei sich in der Tora und im Evangelium verzeichnet ist. Wo ist das Evangelium? Wo ist das Tora? Wenn der Koran selber bestätigt, dass man das Injil und das Evangelium folgen soll, aber wo ist dieses originale Schriftstück? Der eine sagt, existiert nicht. Der eine sagt so, es ergibt einfach keinen Sinn. Ja, man kann sagen, man kann viele sagen, aber ohne Beweise bringt das alles nichts. Ja, man kann viel reden. Jeder dumme Mensch kann viel reden. Ja, aber wenn der Beweis ist nicht da, wenn die Taten nicht folgen, dann kann man diesen Menschen auch nicht ernst nehmen. In der Koran Sura 10, Vers 94 heißt es, wenn du aber das, was wir als Offenbarung zu dir hinabgesandt haben, im Zweifel bist, dann frag diejenigen, die Schrift bereits lesen, nachdem sie sie von dir erhalten haben, also aufgetappte Juden und Christen. Zu dir ist doch von deinem Herrn die Wahrheit gekommen, du darfst ja nicht daran zweifeln. Also die Muslime sollen uns fragen, die Juden und Christen, nach der Schrift. Und wiederum heißt es dann in der Sura 9, Vers 29, dass man die Juden und Kuffar als bezeichnet. Und dann sagt die Sura 10, Vers 94, sagt, dass wir die Juden und Christen fragen sollen. Widerspruch in sich. Ich weiß die Begründe, was dahinter steckt, aber es ist einfach widersprüchlich. Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Dann gehen wir auf den nächsten Vers, Sura 2, Vers 91. Und wenn ihnen gesagt wird, wie glaubt man das, was Allah niedersandte, sagen sie, wie glaubt man das, was auf uns niedergesandt ward. Sie glauben aber nicht an das hernach Gesandten, obwohl es die Wahrheit ist und das bekräftigt, was sie haben. Sprich, warum habt ihr denn nicht immer gewollt, die Propheten Allah zu erschlagen, wenn ihr gläubig wart? Hier geht es darum, dass er in Sura 2, Vers 91, da sprach er die Juden in Medina ganz klar an. Und da gehen wir weiter in das Sura Vers 33. Beziehungsweise Sura 5, 43, 44. Aber wir können sie dich zum Schiedsrichter machen, wo sie doch die Tora haben, in denen die Erscheinung Allahs vorliegt und sicher noch nach den Voraussetzungen zum richtigen Einsicht war. Kurz zu erwähnen, ich möchte hier nicht alles zitieren, dann heißt es weiter: Wir haben seinerzeit den Kindern Israels die Tora herabgesandt in Rechtleitung und Licht enthält, damit die Propheten, die sich Allah ergeben haben, für diejenigen, die dem Judentum angehören. Ihr sagt ganz klar explizit Allah, dass Kinder Israels gesegnet sind und man soll sie nach der Tora fragen. Wo ist diese Tora? Jeder Israelite weiß, dass er ein originales Schriftstück hat. Wenn du einen Juden fragst, ja, beziehungsweise wenn er ein Fehler in der Tora aufzufinden ist, er nimmt diese Papiere und schmeißt sie sofort weg. Die Juden sind sehr explizit, was an das Wort ist und welcher. Wenn ein Rabbiner ja
diese Fehler findet, der wird sofort sehen, dass die Tora verfälscht ist. Aber nein, die haben diese Tora original ist, was in dieser Bibel aufzufinden ist. Lassen wir einfach mal die Hadithen sprechen. Es gibt natürlich mehrere Verse. Ja, und Sura 5, Vers 47, das ist ja sehr, sehr bemerkenswert. Dann heißt es hier, die Leute des Evangeliums sollen nun, also die Christen, nach dem entscheiden, was Allah darin herabgesandt hat. Diejenigen, die nach dem entscheiden, was Allah als Offenbarungsschiff hinabgesandt, sind die wahren Frevler. Das heftige Aussage ist hier einfach nur sehr, sehr heftig ist. Jeder radikale Muslim, den Koran wörtlich nimmt, der zitiert Sura 5, Vers 47 und begründet die Scharia. Wo finden wir das Evangelium? Ich bitte dich, lieber Muslim, zeige mir das heutige Evangelium in Injil, wo da die Scharia aufzufinden ist. Das Gegenteil. Hier zitieren die Muslime und sagen, Sura 5, Vers 47 heißt es, wenn du nicht mit dem richtest, was von Allah herabgesandt hast, bist du ein Frevler. Wo finden wir das Evangelium, das heutige Injil, angeblich, dass man ein Frevler ist, wo Jesus gesagt hat, wenn du nicht mit dem richtest, was von Allah herabgesandt hast, bist du ein Frevler. Wo finden wir diese Aussage? Hier heißt es, das Evangelium, das Injil über Jesus Christus, wo ist das originale Schriftstück, lieber Muslim? Wo ist das? Es gibt mehrere Suren, aber ich gehe jetzt ganz kurz auf die Hadithen. Da heißt es hier folgendes, in der, ganz kurz, Sahih al-Bukhari, Abu Harada, sagt, wir sind die Letzten, die die Ersten am Tag der Auferstehung. Sie erhielten ihre Bücher vor uns. Also vor uns sind die Juden und Christen. Und dies ist ihr Tag gewesen, der ihnen vorgeschrieben wurde, über die sie uneich waren. Da gab Allah uns die Rechtleitung. Die Menschen sind unsere Nachgänge, die Juden morgen und die Christen übermorgen. Ja, also hier heißt es, die Schriften sind vor uns. Ja, die Juden und Christen haben die Schriften vor uns bekommen. Lesen wir weiter. Da wurde in einer Hadith, da heißt es hier, berichtet von Ibn Umar, ja, eine Jude und seine Juden, also eine Jude und eine Jüdin wurden zum Gesandten Allahs, bla 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 bla, gebracht, die miteinander Fitna begangen hatten. Der Prophet sagte zu den Juden, was findet ihr in euren Schrift? Was findet ihr in euren Schrift? Die Juden sagten, unser Rabbiner bestimmt neulich, dass dafür das Gesicht geschwärzt und lächerliche Kleider angezogen werden sollen. Daraufhin sagte Abdullah ibn Salam, O Gesandter, lass sie die Tora vorlegen. Also lass sie die Tora vorlegen, lass die Bibel vorlegen. Ja, sie brachten denn die Tora und einer von ihnen legte seine Hand auf den Vers über die Steinigung. Er fing an zu lesen und las nur, was davor und was danach stand. Da sagte ibn Salam zu ihm, hebe deine Hand ab. Als er sie wegnahm, wurde es deutlich, dass der Vers über die Steinigung unter seiner Hand war. Daraufhin verlasse der Gesandte Allahs, ganz kurz, ich muss hier in Abführung und die beiden wurden am Vorplatz der Moschee gesteinigt. Ich sah dann, wie sich die Juden über sie beugten, um sie vor dem Steinen zu schützen. Vergleiche Hadith Nummer 3635, 36812, ja, 6820, 6823. Das ist Sahih al-Bukhari Band 2. Und das ist ja so heftig. Aus welcher Tora haben die das vorgelesen? Wo ist dieser Hadith? Beziehungsweise wo ist diese Tora, von dem er den gelesen hat? Wo ist das originale Schriftstück? Wenn in dem Alten Testament über die Steinigung Vers aufzufinden ist, ja, aber dann noch zu behaupten, die Bibel ist verfälscht und dann noch von der Tora gelesen zu haben und sagen, die Bibel ist verfälscht, ergibt einfach keinen Sinn. Es gibt haufenweise Hadithen, die das bestätigen. Hannas, ein Jude schlug zwischen zwei Steinen in seinen Händen den Kopf eines jungen Mädchens. Es wurde dann befragt, wer hat das mit dir gemacht? Ist es der Sohn so oder die Sohn so? Alle, als der Name der Juden erwähnt wurde, nickte es mit dem Kopf. Der Jude wurde dann verhaftet und es gestand die Tat. Der Prophet ließ dann ihn abführen und seinen Kopf gleichermaßen zwischen zwei Steinen schlagen. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wo ist das originale Schriftstück? Wenn der Koran von der Tora sagt, wie sollen die Schriftkündigen fragen und die wurden nach der Tora quasi gerichtet, ja? Wo ist dieses originale Schriftstück, das Injil und der Tora? Alle Aussagen finden wir in dieser Bibel hier, das Evangelium von Jesus Christus, die Tora über Mose finden wir alle in dieser Bibel. Diese Bibel ist nicht verfälscht.
wenn der Koran selber sagt, wir sollen die Schiffkundigen fragen, ja? Und dann noch zu behaupten, die Bibel sei verfälscht von heute, dann müsst ihr einen Beweis haben, dass die Bibel verfälscht ist, habt ihr nicht. Allah, also Mohammed, hat nach der Tora gerichtet, nach Mose Gesetz, ja, Auge, Auge, Zahn um Zahn, Sura 5, Vers 44. Und dann heißt es wiederum, dass die Bibel angeblich verfälscht ist. Jesus Christus, euer Retter, euer Richter, Jesus Christus liebt euch, er macht euch ein Angebot, und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die letzte Offenbarung 22 heißt es, ich lese kurz vor, wer was hinzufügt und weggenommen wird, der wird nicht im Buch des Lebens stehen. Mohammed hat aus der Bibel Sachen weggenommen und hat seine eigene Religion hinzugefügt. Denn er sagte, siehe, ich komme bald, glückselig sind der Worte der Weisung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin, welches diese Dinge hörte und sah, und als ich es hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, sieh, tu das nicht, denn ich bin ein Mitknecht und der dein Brüder, der Propheten, der welche der Worte des Buches gewahrt hat, bete Gott an. Und dann heißt es hier, Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, ich komme bald, und wer was hinzufügt und weggenommen wird aus diesem Buch, der wird nicht in das Buch, im Buch des Lebens stehen, und er wird gerichtet werden. Du, lieber Muslim, kannst zu Jesus Christus kommen, und wenn du kannst im Buch des Lebens stehen, wenn du an diesen Jesus Christus glaubst. Ja, lese in der Bibel, prüfe einfach alles. Nochmal für alle Muslime, ich werde die ganzen Aussagen unter meinem Kommentarleiste, werde ich die Quellen geben, über die Hadithen, über den Koranversen. Ihr könnt alles prüfen. Gott segnet euch und bewahre euch. Kann sein, dass ich vielleicht eine Zeile falsch vorgelesen habe, aber ich werde das alles hinweisen, alles darauf schreiben. Gott bewahre euch und segne euch mit allem und haltet fest an den Herrn Jesus Christus. Jesus liebt euch, Gott segnet euch.